Herzlich willkommen bei Doppelsechs und wir möchten uns ganz zuerst einmal herzlich bei euch für die vielen Spenden bedanken. Leute, das war Spitze und wir haben einen sehr großzügigen Beitrag erhalten. Genau, von einem seriösen Geschäftsmann, einem deutschen Mäzen, der aber explizit nicht genannt werden möchte. Aber da kam viel Geld in unsere Kassen. Ihr braucht euch da aber keine Gedanken machen, denn Doppelsechs wird immer unabhängig sein und nie von kapitalistischen Heuschrecken manipuliert werden. Da braucht ihr euch keine Gedanken zu machen. Zum Spieltag. Ja, Hoffenheim hat mich schwer beeindruckt. Sensationell. In Mainz, also klasse Offensivspiel. Man hat richtig das Gefühl, das ist eine homogene, intakte Mannschaft. Toll, was da in Sinsheim abläuft seit 2 Jahren, ja. Sind sie in der Liga. Also für mich ist es nach wie vor ein tolles Märchen, was da stattfindet. Ja, und man hat vor allem das Gefühl, dass die Mischung da richtig stimmt. Auf der einen Seite hast du hochtalentierte Südamerikaner und auf der anderen Seite extrem talentierte Deutsche. Tobi Weiß, überragende Saison. Andy Beck. Marvin Comper. Also wirklich, wirklich toll. Die beiden besten Freistoßschützen der Liga mit Salihovic und Sigurdsson. Richtig, richtig. Zweites Tor schon, also richtig überragend. Hoffenheim wirklich ganz, ganz toll. Ja. Aber ja. St. Pauli, auch toll. St. Pauli gewinnt auswärts in Hannover. 10 ja. Punkte. 9. Platz. Richtig gut. Nicht so gut wie Hoffenheim. Nein, aber auch gut. Auch gut. Und deshalb haben wir den Pauli-Trainer Holger Stanislawski mal getroffen und ihn mal zu dem Erfolgsgeheimnis beim FC St. Pauli befragt. Ja, hallo, heute live auf dem St. Pauli-Trainingsgelände. Und neben mir steht der Erfolgstrainer Holger Stanislawski. Moin, moin! Hallo. Ja, 10 Punkte nach 6 Spielen, das ist ja ein sehr gelungener Saisonstart. Haben Sie denn ein bisschen gefeiert am Wochenende? Ja, wir sind 3 Tage nackt über die Reeperbahn gelaufen. Nein, die Jungs ziehen super mit, jeden Tag im Training. Erste Liga ist natürlich ein hartes Brot, aber wir haben in Hannover gepunktet und das haben wir uns verdient. Was war denn Ihrer Meinung nach das Erfolgsgeheimnis für den Auswärtssieg am Freitag? Ganz klar die Arbeit gegen den Mann, defensiv. Das sind aber die Früchte unserer täglichen Arbeit im Training. Das haben die Jungs klasse umgesetzt. Und nicht zuletzt dank Doppel-6 Motivation. Ja, es sieht ja fast so aus, als wäre auch Team Spirit ganz wichtig für den Erfolg von der Mannschaft, ne? Ja, ja, definitiv. Das hat man nicht zuletzt gestern Abend beim BVB-Sieg gegen die schwachen Münchner gesehen, ne? Ja, in Hoffenheim, da sieht man das auch. Ja, ja, Hoffenheim, ja, Team Spirit. In Hoffenheim, ja. Hoffenheim, ja. Ja. Wir haben mal BVB-Trainer Jürgen Klopp gefragt, ob er das genauso sieht mit dem Team Spirit. Herr Klopp, sehen Sie das genauso mit dem Team Spirit? Ja, klar. Also Team Spirit ist ganz wichtig, aber ich muss sagen, die Jungs haben das heute richtig klasse gemacht und ja, ist einfach geil, zur Zeit mit der Truppe zu arbeiten. Dankeschön. Alles klar, ciao. Ja, vielen Dank. Bayern war aber auch schwach, ne? Ja, allen voran wieder mal unser Micho. Durfte mal wieder. Durfte mal wieder. Und ich möchte mich hier nochmal für meine Schelte letzter Woche in aller Öffentlichkeit bei Marcel Reif entschuldigen. Ja. Also er hat diesmal super kommentiert. Er hat, wenn ich ihn zitieren darf, gesagt über Micho in der 85. Minute, es sei traurig, diesen Mann beim Spielen zuzusehen. Also nochmal in aller Öffentlichkeit, sorry Sally. Ja. So, diese Woche ist Länderspiel, das heißt, wir sehen uns erst in 2 Wochen wieder zum 8. Spieltag. Da unter anderem mit dem Knaller, deine Fohlen gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Schlagen da eigentlich mittlerweile 2 Herzen in deiner Brust? Ja, ich glaube wirklich. Ich glaube wirklich. Ich bin mir zum ersten Mal bei dem Match einfach nicht sicher, ob ich zu 100% für meine Gladbacher bin. Aber das ist doch schön, wenn ein Verein in 2 Jahren so begeistern kann. Also das finde ich klasse. Ja. Mit diesen Worten, wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, eure, wie immer, unabhängige Doppelsechs-Redaktion. So, haben wir's. Was machst du jetzt? Ich wollte noch ein bisschen Fernsehen am Mittag. Hast du eine Ahnung, was läuft? Kleiner Tipp, kauf dir die TV Digital, da steht das ganze Fernsehprogramm drin. Montag bis Sonntag, alle Sender, alle Uhrzeiten. Ach was, TV Digital? TV Digital. Dann gehe ich direkt zum Kiosk und kauf mir eine. Dann komme ich mit und kauf mir auch eine.